Live. Oh, ich schicke gar nicht mal näher. Ja, hallo, dann begrüße ich alle recht herzlich zu unserem zweiten BIPcast. Ich freue mich, dass wir wieder ein paar Leute gefunden haben, die sich bereit erklärt haben, das ein bisschen zu organisieren und vor allen Dingen auch Leute, die sich bereit erklärt haben, ihre Vorträge zu halten. Und unser erster Vortragender heute ist Adrian Pohl. Adrian ist seit 2008 im HBZ tätig und Schwerpunkte hat er mir geschickt, macht er Open Knowledge, Metadaten und RDF-Vokabulare, ist auch Product Owner bzw. Projektmanager für das Lobbit-Projekt, was er uns jetzt auch gleich vorstellen wird, macht aber auch andere Sachen zu Linked Open Data. Zudem ist er auch Co-Chair der SWIP-Konferenz, die sich auch zu dem Thema Linked Open Data und alles dazu beschäftigt. Ich würde gar nicht so viel reden, weil Adrian jetzt dran ist und dem übergebe ich jetzt hiermit das Wort. Ach so, nee, warte, Adrian. Ich wollte darauf hinweisen, alle, die uns zuhören, wir sind nicht nur hier zu sehen, sondern auch im Etherpad. Der Link, den findet ihr auf der BIPcast-Webseite. Und in dem Etherpad haben wir auch einen Chat. Ihr müsst das vielleicht unten rechts ist ein kleiner Button, der heißt Unterhaltung. Klappt den auf, da haben wir dann einen Live-Chat, in den ich dann reinschauen werde. Aber ich möchte euch alle bitten, sonst Fragen an Adrian direkt auch ins Etherpad zu schreiben. Ich würde das so ein bisschen sammeln und organisieren und am Ende können wir dann die Fragen, würde ich die gezielt also zusammen an Adrian stellen und die Antworten werden dann auch im Etherpad sein. So, das wollte ich noch sagen. Alles klar, okay Adrian, Entschuldigung, dann leg los jetzt. Kein Problem, Dankeschön für die Einführung. Ja, dann teile ich hier mal meinen Bildschirm. Zack. Sieht man was? Ja, man sieht was, ja. Sehr gut. Oh, ich bin schon ein bisschen weit vorne. Tut mir leid. So, hier geht's los. Ja, herzlich willkommen zu diesem BIPcast, in dem ich hier vor meinem Computer alleine sitze und rede und gar nicht mitkriege, wer so alles zuhört. Aber genau. Ich erzähle heute was zu Lobbit Organizations. Wie gesagt, gibt es auch ein Etherpad zu dieser Präsentation und gerne dort viele Fragen reinschreiben, dann beantworte ich die im Anschluss. Ich freue mich da auf jeden Fall, genau. Ich versuche das auch hier viel Demo zu machen und fände es schön, wenn es Rückmeldung gibt. Was erzähle ich heute so? Erstmal werde ich zu Lobbit allgemein ein paar Worte verlieren und dann zu Lobbit Organizations, was ja das Hauptthema ist hier heute und werde das hauptsächlich anhand einer kleinen Demo der Oberfläche machen. Und danach werde ich ein bisschen auf die API-Dokumentation eingehen, weil Lobbit Organizations nicht nur eine UI ist, sondern auch eine API. Und am Ende ein kleiner Ausblick, was noch so für Entwicklungen anstehen. Und dann gibt es noch eine Einladung zum Mitmachen und dann können wir in die Diskussion gehen. Okay, Lobbit. So sieht das jetzt gerade aus. Dateninfrastruktur für Bibliotheken steht da. Was ist Lobbit? Das ist eine Linked-Data-basierte Dateninfrastruktur über Daten aus und über Bibliotheken. Wir machen das eigentlich seit 2010. Da haben wir viel geforscht und entwickelt und viel experimentiert. Und ich glaube, schon seit 2013 ist das produktiv. Und jetzt, dieses Jahr haben wir dann noch die Version 2.0, die hier jetzt auch vorgestellt wird. Ich letztes Jahr schon im Beta vorgestellt habe. Genau, und dabei handelt es sich um Rechercheoberflächen für Endanwenderinnen und Endanwender und Web-APIs für Anwendungsentwickler. Und das Ganze basiert auf Daten aus verschiedenen Quellen, die hier mal übersichtshalber gezeigt sind. Also wir haben zum einen bieten wir APIs über die DBS und Siegeldaten an, was ich jetzt gleich vorstelle. Dann gibt es noch den GND-Service, der noch nicht in Version 2.0 vorliegt. Da müssen wir dieses Jahr noch dran arbeiten. Dann holen wir die HBZ-Verbunddaten, die gibt es dann bei Lobbit Resources und können dort über eine API und über das UI abgefragt werden. Genau, und auf Lobbit können dann verschiedene Anwendungen aufsetzen, um hier wie das hier. Sieht man meinen Mauszeiger?
Wenn ich den bewege? Ja, den sehen wir. Ja, genau, also hier können wir verschiedene Anwendungen drauf aufsetzen. Und genau, also bisher sind das größtenteils interne Anwendungen, aber es benutzen auch ein paar Leute aus dem HBZ-Verbund und auch darüber hinaus. Genau, hier ist ein Screenshot von Lobbit Resources, was der HBZ-Verbund-Katalog als Linked Open Data ist. Und das ist ein Screenshot von Lobbit Organizations, um das es heute gehen wird. Genau, die Datenbasis habe ich schon erwähnt. Das ist einerseits das Siegelverzeichnis, was in Berlin betrieben wird. Und von der DNB technisch betreut, da kommen 14.779 Einträge raus. Und dann die deutsche Bibliotheksstatistik, die nicht nur statistische Daten sammelt, sondern auch Stammdaten zu den einzelnen Bibliotheken, um die statistischen Daten zuordnen zu können. Das sind die, die wir da rausziehen und zusammenführen mit den Siegeldaten und Dubletten bereinigt, macht das dann ungefähr 22.000 Einträge. Und dabei handelt es sich um Bibliotheken zum großen Teil, 63%, aber auch viele Museen sind drin, 32% und ein paar wenige Archive aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, von eigentlich auch der allergrößte Teil wieder aus Deutschland, kommt 95%. Hinter den Links sind Abfragen versteckt, kann man einfach mal draufklicken, die im Prinzip dann das entsprechende Ergebnis zurückliefern. Genau. So viel dazu und dann schauen wir uns das doch jetzt einfach mal an. Ich nehme einen anderen Tab auf. So, dann will das erstmal auf den Standort zugreifen. Aber hier wird man gleich sehen, warum. So, hier ist die Startseite. Hier haben wir ein Bildchen. Wenn ich die Seite neu lade, kommt da immer ein neues Bildchen. Das haben wir aus Wikidata. Das ist sozusagen die Organisation des Moments, wie es hier beschrieben wird. Ein Tooltip. Genau, kann man sich so ein paar Bilder angucken. Es sind viele Museen drin, aber auch Bibliotheken. Die kommen letzten Endes von Wikimedia Commons und wir haben halt Links zu Wikidata bei 5000 Einträgen fast und von denen haben ungefähr 800 ein Foto angegeben und das zeigen wir dann hier randomisiert an, um das Ganze ein bisschen zu beleben. Genau, und wie ihr schon seht, geht es um, ich ja sagte, Gedächtnisinstitutionen, Bibliotheken, Archive und Museen. Und jetzt kann man hier einfach mal suchen. In der Suchleiste, so eine Suche bietet sich an, vielleicht wenn man eine ISIL wissen will von irgendwas, von einer bestimmten Organisation, TIB, kann ich hier draufklicken, dann sehe ich, aha, ISIL so und so, TBS-ID und Adresse und gleich wo der Sitz ist und so weiter. Kann mich weiter zur Homepage klicken. Genau, oder VZG, also solche Sachen. Auch das oben auf, werden auch alle angezeigt, die irgendwie mit VZG verbunden sind. Oder die USB Köln. So, dafür bietet sich so eine Suche an. Genau, hier kann man ja noch mal sehen, TIB. Hier wurden dann auch schon einzelne Facetten angezeigt. Die können wir uns jetzt mal genauer angucken. Dafür klicke ich hier oben auf Erkunden. Das ist im Prinzip wird eine Query auf alles abgeliefert. Dann sieht man hier 21.086 Einträge sind hier drin. Und dann kann man sich das Datenset so ein bisschen erforschen. Hier habe ich jetzt defaultmäßig ist hier in der Nähe eingestellt, dass hier Organisationen angezeigt werden. Aha. Die ist bei mir was abgeschmiert? Ist noch jemand da? Also, wir sind da. Naja, okay. Was ist denn hier passiert? Na, super. Ah, ja, jetzt funktioniert es. Okay, genau. Also, man kann ja auch ein bisschen, ich habe hier in der Nähe eingestellt, das stelle ich jetzt mal aus. Ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn man so wissen will, was bei hier in der Umgebung, was sind da für Bibliotheken, Archive, Museen. Aber das kann man eben auch einfach ausschalten und dann kriegt man hier, wenn es geladen ist. Ah, das Skript funktioniert. In Firefox habe ich da offensichtlich jetzt Probleme. Das habe ich vorher nicht gecheckt. Ich muss gleich ein Ticket machen. Gut, dann muss ich hier mal den Browser wechseln. Was? Ah,
Moment, ich hatte den eigentlich genommen, damit man, weil man da die URLs größer sieht. So, jetzt muss ich den anderen hier teilen, ne? Ah, jetzt mein Bildschirm nicht mehr geteilt. Gut. So. So, jetzt sind wir wieder da. Aber das sieht nach demselben Browser jetzt aus, oder? Ist das derselbe? Also ich habe oben die drei Tabs noch, die du vorher auch hattest. Ah ja, das ist dann schlecht. Okay, habe ich den anderen gerade genommen. Anwenden. Der hier. Jetzt? Ja, es tut sich was. Warte, die Spannung steigt. Ich sehe dich jetzt leider nur eingefroren. Immer noch? Mhm. Aber eigentlich wollte ich gar nicht mehr gesehen werden. Ja, okay, das hat nicht geklappt jetzt. Aber also wir beide sehen dich immer noch. Jetzt bewegst du dich jedenfalls wieder. Okay, ja, alles klar. Noch ein Versuch hier. Ja, versuch nochmal. Hat ja sonst bei dem anderen Browser auch geklappt. Ja, ja. Ich glaube, ich hatte es vorhin auch schon mit dem Chrome-Anwendungsfenster hier. Jetzt bist du wieder eingefroren erstmal. Na gut, dann mache ich als hier immer das Problem. Einerseits ist es schön, man kann schön Demos machen. Also du kannst uns auch vielleicht das Vollbild teilen. Ja, das. Also, ja, ich weiß. Ich probiere jetzt gerade das hier noch. Ich denke mal, es gibt Probleme, weil ich hier zwei Chrome-Versionen aufhabe. Ja, will es. So, jetzt. Wie sieht es jetzt aus? Ja, das ist was anderes, glaube ich. Ja, jetzt sehen wir. Alter, sehr gut. Okay, also jetzt lädt er hier. Jetzt auf Englisch. Zweisprachig. Stehe ich mal auf Deutsch. Gut, genau. Also diese Erkundenfunktion. Dann das in der Nähe wollte ich ausstellen. Okay, und dann kann man sich hier so in die Karte auch einfach reinzoomen mit der Maus, da es sich hier größtenteils um deutsche Institutionen haben, kann man sollte man auch da gucken und dann kann ich halt hier zum Beispiel Köln oder ich kann mich auch über Klicks hier rein bewegen. Dann lädt er ein bisschen. Also das ist eine Möglichkeit, über diese Karte zu navigieren. Und dann werden die Suchergebnisse entsprechend eingeschränkt auf den Kartenausschnitt. Genau, also die Karte ist ja eher klein. Wir haben da auch ein Ticket, um das nochmal über eine größere Karte zu machen. Aber man könnte es auch selber bauen, weil die API ja offen ist. Okay, ich kann aber auch eine andere Möglichkeit. Hier sieht man halt das, was ich eben schon gesagt habe, über die Datenbasis aufgeteilt nach groben Typen, über 13.000 Bibliotheken, fast 7.000 Museen, Archive. Ein paar sonstige und 11 Verlage sind da drin. Und hier gibt es noch auf der rechten Seite dann eine etwas spezifischere Klassifikation. Hier kann ich zum Beispiel alle zentralen Hochschulbibliotheken anzeigen und durchschauen. Oder ich kann auch genau andere Filter oder auch ergänzen. Unterhaltsträger. Wie man sieht, kann ich hier immer nur einen Filter setzen, kann ihn nicht kombinieren. Okay. Jetzt lädt er wieder was. Jetzt habe ich hier mal. So. Okay, man kann sich die Ergebnisse auch, da das Ganze hier sowohl, also es ist eine Anwendung, die die Ergebnisse einmal als HTML für Endnutzer liefert, aber auch immer als JSON. Man kann hier unten auf JSON klicken. Oder hier oben einfach diesen Format gleich JSON-Parameter ergänzen, dann kriegt man JSON zurück und kann damit Dinge tun. Okay. Gibt es da schon Fragen im Etherpad? Ich glaube, ich muss mal hier meinen. Ja, also
Genau, jetzt höre ich mich kurz, aber also wir haben schon einige Fragen, soll ich die einfach schon mal vorlesen oder wollen wir es am Ende machen? Was meinst du, Adrian? Ja, können wir auch jetzt machen, ist ja ein bisschen lebendiger dann. Okay, dann sage ich einfach schon mal, die erste Frage ist, wie funktioniert die Anzeige der Bilder über Wikidata Links technisch? Kann man den Code dafür irgendwo einsehen? Also auf der Startseite, was du meinst mit den Zufallssachen. Also den Code kann man alle einsehen und hier ist, ich habe mir sogar überlegt, ob ich das ins Etherpad mache, weil ich dachte, da sieht jemand... Das gibt bestimmt jemanden, habe ich wohl richtig vermutet. Ich gehe jetzt nochmal gerade. Ich habe mir das Etherpad hier leider nicht aufgemacht. Wo ist es? Genau, da gibt ein Ticket. Ich da einfach mal rein. Wie funktioniert die Anzeige? Da ist das eigentlich alles Nötige drin, wie wir das implementiert haben und der Pull Request verlinkt. Okay. Dann kann ich ja mal selber die Fragen lesen. Kannst du auch. Also ich kann aber dir das auch vorlesen. Das ist ja jetzt auch mein Job. Nee, genau. Ich überlege gerade, genau. Wir müssen jetzt auch nicht, manche Sachen sind vielleicht besser für später, aber wenn es jetzt so konkret um Dinge geht, die ich gerade vorstelle, dann finde ich das sinnvoll, das direkt zu machen. Jetzt hier mit dem Marketing muss ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt... Das machen wir am Ende, genau. Aber dann, ob grundsätzlich geplant ist, weitere Daten über die Bibliotheken zu integrieren, das denke ich, ist da vielleicht schon noch interessant. Zum Beispiel Zahl der Stellen, also mehr aus dem Jahrbuch der deutschen Bibliotheken, Discovery-Systeme, Software, die genutzt werden. Prinzipiell haben wir da Interesse dran. Also genau, wir haben jetzt immerhin schon diese Wikidata-Links und da gibt es auch ein Ticket für, um da zum Beispiel noch Daten zu übernehmen und anzuzeigen. Also prinzipiell haben wir an sowas Interesse und genau, wenn die Daten irgendwie, wenn man da gut rankommt, wenn die aktualisiert werden regelmäßig, dann machen wir sowas. Also genau, kann halt auch immer dauern alles, aber... Und können die Leute denn auch ihre Sachen selber aktualisieren? Also wenn bei uns jemand jetzt quasi aus der, ich sitze ja hier in der SUB in Göttingen, jemand Daten aktualisieren will, dann geht das nicht über eure Seite dann? Nee, genau, wir sind halt... wie das in dem einen Bild schon war, ist das wir jetzt nur, also wir aggregieren Daten aus anderen Systemen und die Pflege findet anders statt. Also man kann aber hier zum Beispiel, haben wir den Link immer zum bei einzelnen Einträgen Änderungen zu diesem Eintrag im Siegelverzeichnis beantragen. Da kann man dann draufklicken, kriegt dieses Formular, kann da entsprechend Dinge anpassen. Ein bisschen, genau, da muss man noch eine Rechenaufgabe machen und das E-Mail-Adresse eingeben und so weiter, das abschicken und dann muss man es, glaube ich, noch per Mail bestätigen, aber dann wird das da von der Redaktion erledigt und ist dann am nächsten Tag auch in Lobbit Organizations entsprechend angepasst. Mhm. Okay, ich springe ein bisschen durch meine Tabs, auch nicht so gut. Hier unten ist der Link zu GitHub, wenn man sich den Code angucken will. Also es liegt alles auch Open Source auf GitHub. Genau. Ja. Gut, aber ich glaube, jetzt so, um den ersten Eindruck zu kriegen, habe ich jetzt hier schon die meisten Funktionen beschrieben. Also das Gute ist hier mit Bestandsgröße und auch diese Klassifikation, dass sowohl DBS-Daten als auch Siegelverzeichnisse, die benutzen, im Prinzip weitestgehend dieselbe Klassifikation, die ist, glaube ich, da im Deutschen Bibliotheksinstitut, als es das noch gab, entstanden. Die haben das teilweise ein bisschen angepasst oder verfeinert, aber auf jeden Fall lassen die sich gut aufeinander abbilden, sodass wir ja über die gesamte Datenbasis das anbieten können, diese Facettierung. Genau, man kann ja auch ganz interessante Sachen machen hier, Unterhaltsträger, katholische Kirche, kann man ja mal gucken, mache ich mal in der Nähe wieder aus. Dann sieht man halt, hat man schon direkt mal einen Überblick, wo sie die katholische Kirche irgendwie die Bibliotheken finanziert. Sowas kann man da auch machen. Gut, aber ansonsten würde ich jetzt einfach mal weitermachen und ein bisschen über die API-Dokumentation reden. Genau, für alle, die das irgendwie bei sich einbauen wollen oder so, würde ich das jetzt gerne mal ein bisschen vorstellen. Da haben wir uns diesmal auch in der Version 1.0 das alles noch sehr stiefmütterlich behandelt wurde, haben wir uns da mal einige Gedanken gemacht und genau, haben das auch dokumentiert im Blog auf Englisch dann aber. Hier sind die Links und das stelle ich jetzt nochmal ein bisschen auf Deutsch vor, was da so unsere Gedanken waren.
Das haben wir uns gefragt, genau, wenn man jetzt so eine API dokumentiert, was muss man überhaupt dokumentieren? Und dann gibt es verschiedene Dinge. Man muss erstmal Leute, die jetzt gar nicht wissen, womit habe ich es denn da zu tun, die wollen jetzt erstmal vielleicht ganz grob wissen, was ist denn das da für ein Datenset überhaupt, worum es da geht, was ich da jetzt über die API durchsuchen kann. Und dann, wenn sie Interesse haben, dann wollen sie natürlich wissen, wie kann ich das jetzt durchsuchen, was für Parameter gibt es und wie ist das Antwortformat und so weiter. Dann, da das alles JSON-LD ist, also im Prinzip sich in RDF umwandeln lässt oder auch, weil die Daten in RDF sind, interessiert das manche Leute ja sicher auch, welche Properties und Klassen werden da verwendet. Ganz interessant bei Lobbit Organizations, da komme ich später auch noch zu, da müssen wir auch noch Arbeit leisten, ist die Provenienz. Müsste man da im Prinzip auf Feldebene machen, wenn halt so zwei Einträge gemerged werden aus DBS und Siegelverzeichnis, dann müsste man ja irgendwie schon zeigen, wo kommt jeweils was her, was wir jetzt zum Beispiel noch nicht anbieten. Okay, hier haben wir, sieht man einen Screenshot von der Dataset-Beschreibung. Kann ich ja auch gerade nochmal einfach in dem Papier aufmachen. Genau, da haben wir uns daran orientiert. Ich habe hier einen Link reingetan in die Folien an diesen Best Practice for Data on the Web. Und da gibt es auch einen Abschnitt zum Metadata, wie man das präsentiert oder wie man das in RDF abbildet. Und genau hier ist natürlich auch JSON-LD hinter und so, dass sich das auch Maschinen einlesen können. Genau, das ist die Dataset-Beschreibung. Wie gesagt, hier unten ist der Link für die Leute, die sich dafür interessieren, sowas selber zu machen. Genau, das ist das Dataset. Aber wie haben wir jetzt den Rest gemacht? Dafür gibt es diese API-Dokumentationsseite. Hier steht, wie man sieht, ist ja immer noch, wir sind immer noch im offenen Beta. Also wir freuen uns über Rückmeldungen. Ups, jetzt habe ich hier direkt auf Annotieren geklickt, komme ich später zu. Na gut. Wir sind vorhin jetzt immer über Feedback und setzen das, wenn es einfache Sachen sind, auch schnell um und bei komplizierteren kann es auch dauern. Hier stehen halt so die Grundlagen, ich kann Get machen auf einzelne Ressourcen, ich kann über alle Felder suchen mit so einer Q-Query, ein bisschen größer machen. Hier, ich kann mit Paginierung suchen und so weiter, also was ist hier beschrieben. Und ich kann aber auch auf Felder zugreifen. Das ist jetzt ein Feld, was ich auf der obersten Ebene findet, Name, nur aufs Name suchen. Oder ich kann auch geschachtelt, komme ich später auch nochmal genauer darauf zugreifen. Das Ganze basiert hier auf der Lucene Query String Syntax, da verlinken wir auf die Dokumentation, die kann man da komplett benutzen. Ein bisschen komplizierter wird es, wenn man nach URLs sucht, da muss man hier die Doppelpunkte und die Slashes escapen und Hash auch encoden. Dann haben wir ortsbezogene Suche, ist hier beschrieben. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, aber man kann eben auch so ein Polygon angeben und darauf suchen, frei. Okay. Und die API liefert JSON-LD, aber wir unterstützen auch CSV-Dateien und JSON-Lines, was mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel sagt, aber genau. Und man kann das auch jeweils immer, wie ich es eben schon gesagt habe, an so eine Query dranhängen, Form mit gleich JSON, Form mit gleich CSV und so weiter. Und dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, wenn man viel Daten abziehen will, dass man so ein Bulk-Format abfragt und GZIP zurückkriegt. Hier ist noch was zum CSV-Export. Und dann kann man das Ganze hier auch, ist nochmal so ein Code-Beispiel, wie die API auch zur Autovervollständigung benutzt werden kann, was weiß ich, wenn ich dann hier so ein USB abfrage, ja, jetzt nicht besonders schnell. Mal diese Live-Demos, das alles noch schön funktioniert. Neu. Ja gut, normal kommt hier jetzt ein Vorschlag und dann klicke ich das an. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das bei mir gerade nicht funktioniert. Aber hier ist das JavaScript-Beispiel dazu, um das einzubauen. Genau, und hier kommen wir jetzt zu dem Teil JSON-LD, wo dann das Response-Format ein bisschen näher dokumentiert ist, was ja schon wichtig ist, was gibt es überhaupt für Felder, was für Informationen und so weiter. Und da erzähle ich jetzt nochmal in den Folien ein bisschen was.
wie wir das umgesetzt haben. Genau, wie dokumentiert man die am besten? Und sowas hier finde ich immer ziemlich dröge und ohne Kontext. Und das läuft dann aber sehr oft über den Weg. Irgendwelche PDFs mit seitenlangen Tabellen und in denen Felder stehen, Properties und ob es mandatory ist oder nicht und so weiter. Also ich suche eigentlich immer schnell nach Beispielen, wenn ich mir Dokumentation anschaue. Weil leider sind die oft einfach nur Anhängsel, wenn es die überhaupt gibt. Also selbst so Schema.org, was eigentlich zum Beispiel eigentlich von Anfang an ziemlich viel Wert gelegt hat, auf auch immer Beispiele zu machen, da gibt es hier einfach häufig auch nicht. Und dann muss man sich irgendwie durch irgendwelche Wikis suchen oder man braucht halt viel Zeit, um es zu verstehen, wie etwas verwendet wird. Also was ich da so genannt habe, ist der deskriptive Ansatz herrscht vor. Ich schreibe das irgendwie alles hin, liste alles auf und erkläre es, aber es wird nicht exemplarisch gezeigt, wie man etwas benutzt wird. Genau, und dann haben wir uns gedacht, wieso kann man nicht das Beispiel ins Zentrum der Dokumentation stellen und die strukturierten Informationen direkt an die Beispiele hängen? Das ist ja heutzutage kein Problem mehr eigentlich mit sowas Web-Annotationstools wie zum Beispiel Hypothesis. Genau, und so haben wir das dann gemacht. Wir haben ein Beispiel auf der Webseite, was wir uns gleich noch genauer angucken, auf der Dokumentationsseite. Das wird live von der API geholt, also das sind immer die aktuellsten Daten. Und das haben wir annotiert feldweise. Und so kann sich, und diese Dinger hier sind, alles, was gelb unterlegt ist, ist annotiert. Da kann man draufklicken und kriegt dann weitere Informationen dazu. Name, Beschreibung, Abdeckung, Verwendungsbeispiel, URI. Genau, das sind im Prinzip die Sachen, die wir ergänzt haben. Nicht immer alles überall, aber Name, Beschreibung ist bei jedem Feld dabei. Abdeckung heißt, wie häufig kommt das in dem Dataset überhaupt vor, bei wie vielen Einträgen. Und es ist auch Verwendungsbeispiel, was kann ich damit machen? Da sind eigentlich dann in der Regel Beispielqueries, sodass man die direkt mal aufrufen kann und so weiß, aha, so kann ich auf dieses Feld, kann ich das abfragen, vielleicht auch kombiniert mit anderen und dann muss man das nicht selber bauen. Mal direkt mal so ein Beispiel. Dann noch Provenienzangaben, genau, das haben wir jetzt, ist auch noch sehr, hatte ich ja schon angedeutet, noch sehr stiefmütterlich behandelt. Eher teilweise steht dann drin, wo das beim Siegelverzeichnis ist, aus welchem Feld das kommt oder so. Dann noch die RDF-URI für diese Property, die dahinter steht. Genau, gucken wir uns das auch mal an. Jetzt lädt das so und dann kann ich hier direkt draufklicken. Link-to ist jetzt nicht besonders sprechend. Wir haben da so eine generische Property genommen. Aha, Bibliotheksverbund, darum geht es eigentlich. Und da ist der Link zu der Verbundzentrale des Bibliotheksverbunds, an dem die Organisation teilnimmt. Genau, und Abdeckung ist nur relevant für Bibliotheken in Deutschland. Und dann ist hier eine Query, fehlt derzeit bei ca. 8500 Einträgen von Bibliotheken in Deutschland. Wenn man sich das mal anklickt, dann sieht man hier, aha, es steht auch hier in der Suchleiste, man kann es hier oben ist ein bisschen klein, ne? Genau, man kann eben auch nach fehlenden Feldern abfragen, was ich oft ziemlich praktisch finde. Und dann sagt man Missing Link to und sagt, gibt dazu noch an, Location, Address, Address, County, Deutschland und Type Library. Und dann sieht man von Bibliotheken aus Deutschland fehlt dieser Link zur Verbundzentrale bei 8500 Einträgen. Genau, hier muss ich wohl noch ein Beispiel ergänzen, habe ich vergessen. Will ich nochmal machen. Genau, so kann man sich dann hier durchklicken. RS ist auch nicht besonders sprechend, aber dann steht da Regionalschlüssel, Link zu Wikipedia, was das überhaupt ist und wie man den benutzen kann. Also ich kann hier zum Beispiel über so ein, nicht sogar Organisation aus Schleswig-Holstein abfragen, indem ich halt den Regionalschlüssel trunkiere und alles 01 fängt alles in Schleswig-Holstein an. Genau. Ich gehe jetzt nicht jede einzelne Property durch, das wäre ja Quatsch. Jetzt noch Öffnungszeiten, fehlen bei 15.000 Einträgen, sieht man direkt. Und so weiter, ISIL ist klar. Ja, genau, ich wollte das jetzt auch nochmal das Prinzip vorstellen, aber ich denke mal, es ist recht intuitiv. Und kann sich jeder mal gerne angucken.
Und genau, und interessant ist auch, wenn es irgendwas unverständlich ist oder wie auch immer, dann muss man sich einloggen bei Hypothesis oder ein Konto machen, wenn man noch keinen hat. Und dann kann direkt hier geantwortet werden. Und wir kriegen dann eine E-Mail und können das irgendwie noch klarer fassen oder so, wenn da die Dokumentation nicht verständlich ist. Also genau, wir freuen uns darüber Feedback. Wenn Dinge fehlen oder unverständlich sind, dann gerne kann man auch einfach so eine Mail schreiben oder direkt einfach per Hypothesis da ergänzen. Okay, so. So sieht das aus. Ja, eine Sache, bevor ich es vergesse bei der Dokumentation, wir haben auch, hier ganz unten ist dann der Teil, wir haben auch für OpenRefine eine Reconciliation API, das heißt, wenn man jetzt irgendwie eine Liste von Bibliotheken aus irgendeinem anderen Kontext hat und will die ISO dafür haben oder wie auch immer, oder will die Lobbit.org-Einträge damit verlinken, dann kann man da die Namen hinschicken über die Anwendung OpenRefine und kann das automatisch, da wird dann automatisch ein Matching vollzogen und da kann man eingrenzen, welche man von den Matches man übernehmen will und welche nicht. Und genau. Das mache ich jetzt hier nicht vor. Gut. Ja, und ich denke, die Vorteile von so einem Ansatz sind irgendwie von diesem annotationsbasierten Dokumentationsansatz und das ist einerseits immer direkt in einem Kontext, auch von einem Live-Beispiel, die Dokumentation stattfindet. Genau, und die Daten sind nicht irgendwie veraltet. Also man kann sicher sein, dass das immer up-to-date ist, was da in der Dokumentation ist. Habe ich auch schon erwähnt, Rückmeldungen und Fragen können direkt über Hypothesis stattfinden. Ich find's persönlich sehr intuitiv und denke auch, dass es das Verständnis deutlich erleichtert bei so diese Form der Dokumentation. Okay, jetzt noch ein kleiner Ausblick, was wir so noch vorhaben in den nächsten Monaten und Jahren bei Lobbit Organizations. Also zum einen wollen wir Wikidata-Informationen mit auch in die Einzelansicht von Organisationen mit einziehen. Zum Beispiel könnte man da ja auch schön mal ein Foto anzeigen, wenn es eins gibt. Oder Links zu Blogs und Twitter-Accounts und was weiß ich, was da alles manchmal auf Wikidata ist. Genau, wollten wir noch Links zur GND ergänzen, da sind ja auch einige Bibliotheken drin. Ich hätte gerne eine größere Landkarte, dass man da ein bisschen mehr, ich fahre zum Beispiel irgendwie, dachte so, ich fahre in Urlaub, dachte, gucke ich doch mal, was es da für obskure Museen gibt in der Gegend, die man sich mal angucken kann. Das war jetzt mit dieser kleinen Karte zum Beispiel nicht so leicht zu bewerkstelligen. Genau, dann Provenienzangaben habe ich schon erwähnt. Und ja, was noch ein Problem ist, ist nur zur Hälfte linked Open Data, diese Lobbit Organizations Sachen. Also explizit als offen haben wir den DBS-Teil der Daten noch nicht lizenziert, aber die Siegeldaten schon. Und ich meine, man kann die sich auch über die API ziehen allesamt. Und ja, ich glaube, rechtlich beginnt man sich da auch nicht. Das ist auch nicht so problematisch, weil das einfach nur faktische Daten sind und jetzt nichts Wildes. Aber es wäre trotzdem schön, wenn die Daten nochmal explizit auch so lizenziert werden würden, was wir jetzt leider nicht entscheiden können. Genau, und dann haben wir noch jede Menge andere Dinge, die jetzt nicht so erwähnenswert sind vielleicht. Gut, noch ein Hinweis, wie man selber mitmachen kann. Also zum einen freuen wir uns natürlich, wenn es benutzt wird, wenn wir Feedback kriegen und wenn die Daten aktuell sind. Dazu muss man halt die Einträge im Siegelverzeichnis pflegen, habe ich ja gerade schon gezeigt, wo der Link da jeweils ist. Zum Beispiel kann man da auch Barrierefreiheit-Info ergänzen, habe ich jetzt gestern erst bei der Vorbereitung rausgefunden. Wenn das so mehrere hätten, dann könnte man dann schön ein Zeichen anzeigen, so hier ist rollstuhlgerecht oder nicht. Und die DBS-Daten kann man ja auch, sollte man auch aktuell halten, wenn man DBS-Teilnehmer ist. Genau, man kann Lobbit wenn man jetzt irgendwie viel mit der öfter mal ISIL sucht oder so, kann man das in die eigenen Arbeits-Workflow einbauen oder man kann das sogar in die Anwendung integrieren, wenn man öfter mal ein ISIL-Lookup hat oder wie auch immer. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt. Genau. Probleme, Verbesserungsvorschläge gerne über verschiedene Kanäle. Und was ich auch gut fände, Wikidata ergänzen.
hier ist der Link zu Wikidata. Und genau, zum Beispiel, wer jetzt auch mal zufällig auf der Lobbit Organization Startseite seine Organisation sehen will, von den 800 anderen, die ihn auch ein Bild haben, der sollte das mal eins ergänzen. Also oft sind die Bilder sogar schon da zur Information, die liegen schon auf Wikimedia Commons, man muss nur den Link ergänzen. Oder man zieht halt sogar los, habe ich dann auch sogar mal zum ersten Mal gemacht neulich, und macht selber ein Foto und stellt das rein bei Wikimedia Commons, verlinkt das auf Wikidata. Genau, ISIL muss natürlich überhaupt schon mal drin sein, sonst wird das jetzt für uns nicht relevant. Und ja, man kann auch Informationen zu WLAN, ob es frei zugänglich ist und so weiter, und Blog, Twitter und Umsatz und Leitung und was weiß ich, was man da alles ergänzen kann, Gründer, Architekt, wenn es um das Gebäude geht und so weiter, kann man jede Menge ergänzen. Ja, hier ist mal ein Link zu allen Einträgen in Wikidata, die kein Bild haben. Ja, auch mal kurz draufklicken, dann sieht man hier Wikidata Query Service, so eine Sparkle Query, genau, etwas, was eine ISIL hat, und die ISIL sollte irgendwie aus, ich habe das jetzt auf Österreich, Schweiz, Deutschland eingeschränkt, und eben die Filter not exist, das heißt, es existiert kein Image. Genau, wenn man das abschickt, dann sieht man, aha, es gibt 4427 Einträge, bei denen kein Bild ist. Da kann man immer mal kann man gerne ein paar ergänzen. Hier habe ich mal ein paar Musterbeispiele gestern gesucht, so von Bibliotheken und Museen. Ein Archiv habe ich nicht gefunden, was jetzt vorbildlich wäre. Auf Wikidata, wenn man sich da ein bisschen inspirieren lassen will, zum Beispiel, wie war es hier, Bayerische Staatsbibliothek, die haben ja auch die ganzen Leiter, kann man da eintragen, über die Geschichte der Bibliothek, wie man hier sieht, und so weiter. Also da ist schon eine Menge möglich. Gut. Ja, das war es jetzt eigentlich schon von mir. Obwohl, so kurz war das jetzt gar nicht. Und ja, jetzt würde ich gerne Fragen beantworten, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Ja, super, Alain. Vielen Dank erstmal soweit. Es gibt ein, zwei Fragen hier auch schon im Etherpad, und wir hatten ja vorhin kurz besprochen, ob weitere Daten integriert werden sollten. Da meintest du ja, grundsätzlich besteht Interesse, da wurde die Frage nochmal konkretisiert. Eine ergänzende Frage, ist geplant, eigene Daten zu erheben oder auf die Urheber interessanter Daten zuzugehen? Also prinzipiell, genau, haben wir jetzt auch limitierte Ressourcen, sage ich mal, deswegen so mit dem Zugehen, wir haben schon genug Sachen, die wir so machen können und noch auf der Liste haben, von daher sind wir an dem Punkt jetzt nicht wirklich, dass wir zugehen, und ich habe ja auch schon gesagt, dass wir da überhaupt mit den Daten, die wir jetzt schon zusammenführen, selber uns da technisch noch mal ein bisschen dran arbeiten müssen, dass da die Provenienz auch besser erläutert wird und so, ich glaube, sowas muss man vorher regeln, bevor man anfängt, jetzt noch mehr einzusammeln. Genau, also da müssten wir erstmal das klären. Aber also prinzipiell, ja, ich gehe davon aus, das gibt es ja jetzt schon seit ein paar Jahren, es wird es auch noch ein paar Jahre geben. Also wir werden sowas in so eine Richtung auch verbessern. Wenn jemand konkrete Vorschläge hat oder Daten, hören wir uns das gerne an und gucken uns das an, schauen, was sich da machen lässt. Also, genau, prinzipiell freuen wir uns immer, wenn Leute diese Dinge benutzen, die wir machen, und wenn die Vorschläge haben, dann hören wir uns das auf jeden Fall gerne an. Super, dann da würde sich noch eine Frage, die steht da jetzt nicht im Ether, die hatte ich mich, du meintest ja gerade ressourcenmäßig, wie ist das bei euch ein Projekt? Läuft das mit einer Stammbesetzung oder macht ihr das quasi aus Lust an der Sache nebenbei oder weil du meintest, es gibt es noch viele Jahre, also. Ach so, ja, wir sind schon ein Team so von, also wir sind vier Leute, jetzt keiner ist jetzt Vollzeit an bei der Sache dabei, aber also wir haben schon jetzt ein größeres, kleines Team, und genau, und das wird jetzt, also ja, ich meine, weiß ja jeder, wir können jetzt, wir haben jede Menge Ideen umzusetzen, wir haben auch andere Dinge, die gemacht werden müssen, und also wir machen regelmäßig was. Ich kann dir das jetzt nicht sagen, was wir jetzt im Vollzeitäquivalenten da reinstecken. Es ist halt auch, hängt halt auch sehr davon ab, was gerade so anliegt und so. Und,
Gut, dann haben wir hier noch im Etherpad, das hatten wir vorhin ja schon, technisch sehr eindrucksvoller Service, scheint noch nicht sehr bekannt zu sein. Was macht ihr für Marketing über Bibcast hinaus? Ja, also wir hatten uns gedacht, wir reichen mal beim Bibliothekartag was an. Ja. Nee, genau, haben wir letztes Jahr sogar auch schon gemacht. Ich habe das ja letztes Jahr schon vorgestellt. Da gab es aber noch kein UI, da gab es nur die API. Und da hat sich seitdem was einiges getan. Genau, also das war so die Idee, da wurden wir abgelehnt. Jetzt machen wir hier Bibcast und ja, gute Frage. Also erstmal müssen wir das jetzt mal ganz offiziell nochmal launchen. Also das läuft jetzt alles schon länger und also das wäre nochmal so ein erster Schritt, wäre ja auch Marketing, dass man noch an Inetbib schreibt und so. Ja, wollten auch mal Aufkleber machen und so. Aber genau, also wir haben jetzt hier nicht Leute, die sich darauf fokussieren, irgendwie Marketing zu betreiben. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem. Aber ich meine, prinzipiell, ja, ein bisschen auf Twitter. Mhm. Wäre die Frage, wenn jemand Vorschläge hat, so wer so eine Idee hat, wer da Zielgruppe ist oder wen das sehr interessieren könnte, wen man mal ansprechen sollte, gerne her damit, dann machen wir das. Gut, okay. Also einen Aufkleber würde ich mir auch auf den Laptop sonst kleben. Ich habe da auch andere drauf, aber ja. Jetzt hier die Frage, ergänzen sich Lobbit und von der Staatsbibliothek in Berlin gibt es wohl noch eine Suche, eine Siegelsuche. Ergänzen die sich oder sind das Konkurrenzprodukte in Anführungsstrichen? Also wir bauen ja auf deren Daten auf. Das sind ja, also die Daten sind zumindest zum Teil die gleichen. Wir haben halt noch die DBS-Daten mit drin. Wir haben noch irgendwie 10.000 mehr Einträge. Das sind ja auch viele ÖBs und so Fachbibliotheken in der DBS. Von daher unterscheiden die sich. Und ja, ich würde das jetzt nicht, ja, vielleicht ist auch ein bisschen Konkurrenz. Also ich glaube, wir haben da auch schon ein bisschen was erreicht, dass da beim Siegelverzeichnis dann mal Dinge passieren oder so. Aber prinzipiell, genau, ist das so eine, sind wir da auch natürlich auch viel im Gespräch und so. Ja, reicht das so als Aussage? Ja, denke ich schon, ne? Dann noch eine Anmerkung und ein Wunsch. Ich glaube, es kommt von Felix auch. Ich wünsche mir Lobbit auch für Personendaten. Da würde ich mich auch anschließen. Das finde ich auch toll. Aber er schreibt auch, die Schnittstelle, zum Beispiel die OpenRefine, sind super. Aber mit Personendaten willst du kurz was dazu sagen? Also es ist auch ein Smiley hinter, ich glaube. Also. Ja, ich glaube, das das müssen die, also allein schon vom Rechtlichen her kann man sowas nicht schlecht machen. Das müssen halt Leute selber pflegen, glaube ich, ihre persönlichen Profile und so. Also sehe ich jetzt nicht. Es gibt ja nicht irgendwie ein Verzeichnis, was wir einfach nehmen können, also und damit einbauen könnten. Ja. Aber ich, genau, war auch neulich ein Code for Lib-Artikel, kann ich vielleicht gleich auch nochmal ins Etherpad machen, wo eine Bibliothek angefangen hat, ihre Webseiten mit RDF anzureichern, dass halt alle Personen auch einen Link zu DBpedia haben mit ihren Schwerpunkten, wo die Ansprechpartner für sind. Also die haben war ein sehr schönes Beispiel. Also man kann da eigentlich sehr viel selber machen. Das fände ich eigentlich am sinnvollsten, wenn Bibliotheken das selber umsetzen. Die haben eh Profilseiten für die Personen, die haben eh eine Seite, wo sie ihre Bibliothek beschreiben, ihre Öffnungszeiten und was weiß ich. Also im Idealfall würde das dezentral passieren und da kann man eigentlich auch sicher sein, dass es am besten gepflegt wird auf der eigenen Webseite. So ein Verzeichnis, da kann es ja schon mal dauern, bis man dran denkt, das zu aktualisieren oder so. Ja, so hatten wir vor 5 Jahren oder als das alles losging, die Idee, dass man das so später mal machen würde. Aber genau, so diese zentralen Verzeichnisse wird man so schnell wohl nicht loswerden. Okay, also Fragen zum Vortragenden sind jetzt hier, die hatten wir jetzt soweit durch. Unten hatten wir noch den Absatz Ideen, Anregungen und Kommentare zum Vortrag. Felix hat schon gleich für dich einen Hinweis gemacht, dass du noch ein Ticket aufnehmen sollst für das Skriptproblem bei Firefox. Also da kannst, Bild bei Wikidata ergänzen ist ein gutes Kriterium für die nächste Auflage des Open Library Badge. Das hat auch Felix geschrieben, also noch als Hinweis. Sehr schön. Genau. Und jetzt passiert schon aktiv, eine Marketing-Idee wird gerade geschrieben von zwei Leuten. Bundschreiben per Post an alle EASY-Organisationen mit der Bitte, Daten im Siegelverzeichnis zu pflegen.
Daten bei Wikidata zu ergänzen und Infoblatt für die IT-Abteilung. Aber da passiert es. Alles klar, das ist sehr gut. Das freut mich hier, dass ihr so viel. Ja. Ich packe mal den Link dazu im Code4Lib-Artikel. Genau, pack mal rein. Genau, in Deutschland, soweit ich weiß, hat das erst eine Bibliothek gemacht. Weil die eigene Seite ein bisschen mit RDFA angereichert. Dann kann ich auch gleich nochmal suchen. Gut. Also wir müssen natürlich immer bedenken, dass wir ein bisschen im Verzug bei live sind, aber ich sehe jetzt im Moment keine Fragen mehr, dass noch was eingetippt wird. Und Wie gesagt, auch immer gerne uns ansprechen auf verschiedenen Wegen oder direkt, jetzt ja auch Bibliothekartag nächste Woche, da ist auch immer jemand von uns da. Genau, und dieses Etherpad ist ja jetzt auch noch weiterhin erreichbar auf alle Fälle, also ich denke auch im Nachgang kannst, vielleicht schaust du auch nochmal drüber, ob sich da noch was ergeben hat oder Links zum Vortrag könnten wir auch sicherlich da noch reinpacken. Die Folien werden ja auch noch bereitgestellt. Und sonst würde ich erstmal sagen, vielen Dank an dich, Adrian, für den interessanten Vortrag. Ich fand es sehr spannend. Werde das auch ein bisschen mit bei uns ins Haus nehmen und gucken, ob wir da vielleicht drauf zugreifen können. Ich fand das sehr gut. Ich hoffe, dass technisch alles geklappt hat. Bei uns schon, denke ich. Auch, dass die Teilnehmenden uns alle gut verstehen konnten. Und wenn du jetzt nicht noch was hättest, würde ich sagen, vielen Dank soweit erstmal. Und die Werbung in eigener Sache, noch der Hinweis, dass das nächste BIPcast, oh, jetzt muss ich gerade kurz im Programm gucken, um 14.30 Uhr losgeht, zum mobilen Makerspaces. Genau. Alles klar, ja, danke auch für die Moderation mit allen, die zugeschaut haben. Okay, alles klar. Dann macht's gut erstmal alle, ne? Ja. Ciao.